Ja, hallo, liebe Freunde. Ich bin mal pünktlich auf Sendung. Sonst, wenn ich live spiele, wenn ich meine Konzerte, also analoge, echte Konzerte immer live spiele, dann bin ich meistens ein paar Minuten zu spät. Ich begrüße euch alle ganz herzlich. Wer immer auch da draußen mir zuschauen möge heute an diesem wunderschönen frühsommerlichen Tag. Ich habe heute schon Leute gesehen, die in kurzer Hose rumgelaufen sind draußen. Ich laufe immer noch mit Wollpullis draußen rum und ich habe derzeit so ein bisschen, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr eine Phase in eurem Leben hattet, in der ihr euch sehr, sehr viel verändert habt, dann hat man, wenn die Phase dann langsam so rum ist, ist der Kleiderschrank, der passt nicht mehr. Kennt ihr das, ne? Ihr habt irgendwie alle Klamotten, die ihr habt, die hängen schon mindestens ein Jahr im Kleiderschrank. Aber ihr habt euch so derartig verändert, dass, hi Friedhelm, ihr habt euch derartig verändert, dass sie alle irgendwie die ganzen Klamotten nicht mehr passen. Also nicht nur rein schneidertechnisch jetzt, sondern auch irgendwie so. Aber hat ja alles zu, ne? Und wollte jetzt nichts bei H&M bestellen. Also mir passt nichts mehr. Ich habe den gleichen Pulli an wie letztes Mal. Falls das jemandem auffällt, egal. Ja, das Gute bei meiner derzeitigen Baskett-Frisur ist auch, dass die geschlossenen Friseursalons bei mir jetzt derzeit nicht so ins Gewicht fallen. Ja, ihr merkt schon, ich mache derzeitige Situation. Ich hoffe, es geht euch den Umständen entsprechend gut. Heute oder gestern und heute gab es ja doch einige Entscheidungen, dass diese Corona-Krise jetzt in eine andere Phase übertritt. Also einiges ist gelockert worden, was ja erstmal hoffen lässt. Aber ich denke, wir brauchen alle noch einen langen Atem. Und bei mir war es heute so, dass nach einer ganzen Weile, wo so ganz viel in der Schwebe hing, also wo noch ein paar Leute Hoffnung hatten, dass die Konzerte im Mai eventuell doch stattfinden könnten. Hallo, 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 ihr alle. Ich habe die Brille nicht auf. Ich sehe ganz klein hier eure Buttons. Ich sag mal in die Runde, hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Also ich habe heute die Nachricht bekommen, dass alle meine Konzerte bis einschließlich Juli jetzt abgesagt ist. Ist erstmal traurig, aber betrifft ja alle anderen auch. Und ich finde das jetzt dann erstmal besser, als nicht zu wissen, was jetzt ist, sag ich mal. Also das war so heute und gestern bei mir der Stand, dass ich so in der Schwebe hing mit vielen Kleinigkeiten, wo ich überhaupt nicht wusste, findet das jetzt statt, findet das nicht statt. Und ja, schwierig, könnt ihr euch vorstellen. Aber jetzt habe ich Gewissheit, dass die Online-Konzerte erstmal euch, also auf jeden Fall erhalten bleiben. Ich werde bis Anfang August nicht auftreten, bis auf zwei Privatveranstaltungen, wo ich dann aber auch live zugeschaltet werde und gar nicht vor Ort bin. So, das war bei mir diese Woche. Und ja, die Herzchen poppen wieder auf. Wie schön. Das hatte dann für mich heute zur Folge, dass ich ziemlich viel Papierkram auch machen musste. Ich wollte eigentlich den Livestream noch vorbereiten und tipptopp üben und noch Sachen vorbereiten und lange nicht gespielte Stücke nochmal vorbereiten und generalstabsmäßig. Und wie immer, ne, war das alles irgendwie nicht so. Ich habe bis um 3 Uhr heute Nachmittag Papierkram erledigen müssen. Viele Musiker betrifft das zurzeit leider, ne, weil immer alles hin und her geschoben und neu organisiert wird. Deswegen habe ich jetzt einfach meine Sachen ausgepackt, mich an dem Songfahrplan, den ich mir letzte Woche schon ausgedacht hatte, aber festgehalten soweit. Also es ist relativ improvisiert, es ist durchaus möglich, dass irgendwie irgendwann hier und da mal was nicht klappt. Ich hoffe, der Sound geht. Ist es zu laut, übersteuert? Ich glaube, ich habe ganz gut eingepegelt. Bin mir nicht ganz sicher, aber wenn irgendwas kratzt oder scheppert, sagt mir einfach mit den Kommentaren Bescheid. Ja, und ich habe ein paar, wie ich schon angekündigt, ein paar alte Stücke rausgeholt, sozusagen. Von dem Album Contact Myself, aber auch ein deutsches Coverstück werde ich heute für euch spielen. Und ja, ich fange dann direkt mal an. Jetzt sind ja schon ganz viele Leute da. Hallo, hallo. Und das erste Stück ist vom Album Contact Myself, The Streets of Africa. Thank you.
saw those faces on the screen. Many black men on a road in Africa. And this had something to do with me. Was soaked and so was I. Many black men on a road in Africa. They had no food to be thankful to be alive. One man wrote in God we trust onto the back of a truck. Whoa, 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 in God we trust onto the back of a truck. White country, getting bored with almost everything. We are the reason of their twisted seasons. There we are responsible. Let the rain pour down for months. One man wrote in God we trust onto the back of a truck. Whoa, 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 in God we trust onto the back of a truck. Oh, I grew up without mother's love. She had no love, though she told me she would have. And it took me 28 years to open up my mouth, appreciate pride without a head. I grew up and all the time she stopped my mouth with everything that we had to less. We stole away from down there in the south. On the streets of Africa, and the rain poured down for months. One man wrote in God we trust onto the back of a truck. Whoa, whoa, in God we trust we trust onto the back of a truck. Whoa, in God we trust onto the back of a 50 years old truck. Ja, das ist die Takamine. Habe ich getauscht, die Takamine. Habe ich getauscht gegen eine etwas ältere Ehe, eine Fender Squire, die ich nie gespielt habe. Obwohl die auch schön war, hat jemand gefragt. Ne? Schöne Takamine. Ja, ich muss sie noch ein bisschen einspielen. Aber mir macht die Gitarre totalen Spaß, weil ich noch nie Takamine gespielt habe. Und jeder, um jetzt mal so ein bisschen Fach zu simpeln, mache ich ja immer gerne. Ne? Jeder Gitarrenhersteller hat ja so seine eigene Charakter. Und ich kannte schon so einiges, aber ich bin schon, wer mich kennt, weiß das auch, ich bin immer Gitarren am Tauschen und habe noch nie so das Nonplusultra für mich gefunden, immer auf der Suche, geht aber vielen anderen, glaube ich, auch so, die haben dann 40 Gitarren zu Hause, ne?
Und aber Takamine haben ein paar von Freunde von mir, hat auch der Heiko Schiwi spielt auch eine Takamine schon ewig, Takamine. Und ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Takamini oder Takamini oder ich sag Takamine. Ne? Und die finde ich echt gut, japanisch, ne? Japanischer Hersteller. Sehr fein, sehr brillant, sehr direkte Ansprache, ungewohnt für mich eigentlich. Aber mir macht Spaß und wenn ihr sagt, das klingt ganz gut, dann bin ich auch zufrieden. Und ja, das war ein Stück von Contact Myself aus dem Jahr 2000, 20 Jahre alt. Und das nächste Stück ist auch von Contact Myself und das muss ich mal kurz ein bisschen nachstimmen. Ein Stück der Opener vom Album damals und ich werde den Tag nie vergessen, oder also wo ich das Album nach vielem hin und her, ich hatte mich ja während der Produktion von Contact Myself mit dem Plattenlabel total zerstritten. Also so ein bisschen aus eigener Doofheit, muss ich auch wirklich sagen, oder eigenem Unvermögen damals. Ich war einfach mit der Situation total überfordert. Also steckte da persönlich in einer ganz schwierigen Situation, so ganz alleine in Hamburg. Und dann mit dem Druck, der doch auch von der anderen Seite kam, jetzt hier was ganz Tolles und zu funktionieren und so, da habe ich dann irgendwie im Laufe der Produktion so einen Lagerkoller gekriegt und bin dann ein bisschen zickig geworden, glaube ich. Und da haben die mich während der Produktion aus der Produktion rausgeschmissen, kann man sagen. Ich weiß das noch wie gestern. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen hier ausführen, weil das ist eine Geschichte für sich. Da könnte ich 2 Stunden drüber erzählen, wie das abgelaufen ist. Jedenfalls musste ich dann damit klarkommen, dass der Produzent damals mit den Bändern damals noch, das waren analoge 2-Zoll-Bänder sind das, ne? Die so breiten mit den Ampeg-Bändern im Kofferraum irgendwie weggefahren ist nach Berlin ohne mich und hat das Album Gott sei Dank ohne mich zu Ende gemacht, muss ich heute sagen. Und Gott sei Dank ohne mich, denn es ist super geworden. Also ich wusste das nur damals nicht. Ich habe nur damals gesehen, mein Baby ist ja irgendwie im Kofferraum verschwunden. Ich hatte halt meine Gesangsspuren gemacht und meine Gitarrenspuren und der Produzent hat nur zur Erklärung, also die Band halt dazu spielen lassen, weil ich einfach ziemlich uneinsichtig war, wie das alles weiterlaufen sollte. Da haben die mich rausgeschmissen sozusagen und ich musste dann 4 oder 5 oder 6 Wochen, ich weiß nicht mehr, eine harte Zeit warten auf das Ergebnis und hatte natürlich Angst, dass die das versemmeln, ne? Dass da irgendwie so ein totaler Schrott irgendwie bei rauskommt, für den ich mich nachher schämen muss. Glücklicherweise war das nicht so. Und dann weiß ich noch, wie das die CD damals, die Master-CD, zu mir nach Hause kam. Ich glaube sogar per persönlichem Kurier oder so in Hamburg. Ja, ich glaube, da hat jemand an der Tür geklingelt, mir das persönlich gebracht, so ein Fahrradkurier oder so. Hat man auch nicht alle Tage. Player, dann war der Opener das Stück Music is the Only Language, was ein ganz, ganz winzig kleines Gitarrenthema eigentlich nur hat. Also ganz eigentlich total unspektakulär. Und die haben das so toll gemacht mit den Streichern und der Aufbau dynamisch. Also es kommt immer mehr dazu, bis zu so einem Höhepunkt und so. Und werde ich nie vergessen. Also wie ich das reingemacht habe, angestellt habe und von dem ersten Ton an mich, also wirklich buchstäblich auf den Hintern gesetzt habe, so bah, irgendwie so batsch, ne? Wahnsinn, das war wirklich, und dann habe ich das gehört und spätestens als die Streicher anfingen, habe ich angefangen zu weinen, ne, weil die ganze Anspannung, weil ich wusste wirklich 6 Wochen nicht, es war alles, was ich hatte, die Songs, die 10 Songs oder was, alles, was ich hatte, mehr hatte ich nicht. Mein ganzes Herz war rausgerissen und ich hatte eben Angst, dass die das versauen sozusagen. Ja, so viel zu dazu. Und ich habe das Stück nie live gespielt. Also wenn überhaupt, dann mal irgendwie vor 20 Jahren mit meiner Band damals, mit Laurent Ducruy am Schlagzeug, Gerd Neumann an den Gitarren, Reverend, ne? Und Tommy Giesner am Bass. Waren nicht viele Konzerte, aber ich glaube, das ist uns allen in Erinnerung geblieben. Da haben wir es mal live gespielt. Aber ich habe es noch nie so solo live gespielt und ich hoffe, ich kriege es jetzt hin. Und das Stück heißt Music is the Only Language. You might say my criticism just wants to hurt you. You might say one brick does not make a wall.
might say that face in the mirror just ain't got the right look. You might say I'm taking it all too hard. But music is the only language I know. Music is the only. Music is the only language I know. Music is. I'd say your look, it depends on the weather. You might say the past doesn't count at all. You might say that face in the mirror just ain't got the right look. You might say I'm taking it all too hard. Music is the only language I know. Music is the only. Music is the only language I know. Music is the only. Raindrops fall like an echo, echo of a new beginning. There, I told you I leave this town as soon as I can. I don't want to hurt you no more. For sure I know I did, but the wide, wide world is my home. That's why I have to. Why I have to, why I have to, why I have to quit. Music is the only language I know. Music is the only. Music is the only language I know. Music is the only. Ich muss mal eben die Katze rauslassen. Die Katze, die sitzt hier in der Küche, die Küchentür ist zu und der Kater lag hier im Sessel und den nervt das jetzt hier mit der Musik. Ich muss mal eben aufstehen, unvorhergesehen, den rauslassen. Der macht sonst gleich Bam Bam an der Tür, so wie heute Nacht auch. Da war irgendwie zwei Bröckchen Trockenfutter zu wenig. Da hat er mich mitten in der Nacht, macht er mich immer zweimal wach. 3 Uhr meistens, 5 Uhr. Jeder, der Katzen hat, kennt das. Also ich muss mal ganz kurz aufstehen, kurze Sekunde. Ich hoffe, ich renne jetzt hier nicht alles um. Moment. Kurze Sekunde, lauf dich weg. Lucky Bear. Ich störe meinen Livestream hier. Ja, miau. Jetzt kommt der Hund wahrscheinlich rein. Ja, der Hund kommt rein. Geht jetzt mal Annie, geht mal zu Annie. Kinder, geht. Kannst du mal, warte mal. Ich muss mal eben die Tiere entfernen. Oh, war ja. Kannst du den Hund mitnehmen an den Raum? Ja. Ja, weil wir den Katzen. Wollte ich es nicht, aber es schmeißen. Zum Ausholen.
Hallo, ich hoffe, ihr seid alle noch da. Ja, die Katze ging raus, der Hund kam natürlich rein. Jetzt stehen die im Flur und warten, bis ich fertig bin, bis es endlich Abendbrot gibt, so ungefähr. Meine Kopfhörer habe ich jetzt vergessen, Moment. Ja, so ist das hinter den Kulissen. Ja, der trommelt dann so laut an die Tür, an das Fenster nachts, wie auf so einer Trommel, ne? Wie auf so einer großen Bongo, so bum, 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 bum. Aber wirklich, der hält sich dran, ne? Der wird auch ein bisschen, der ist jetzt schon älter, 10 wird der bald. Und der Kater, ne? Der wird auch ein bisschen komisch langsam. Da hält er sich dran, bis man aufsteht. So, jetzt bin ich so ein bisschen, genau, da. Als nächstes Stück, ah ja, schön, schön. Ich habe ja immer auch mal gerne ein paar Lieder von anderen Künstlern dabei, ne? Und also Coverversionen. Und jetzt will die Katze wieder rein, aber jetzt muss sie leider draußen warten. Da gibt es doch auch diesen lustigen Clip, wo so ein Typ irgendwie so eine Online-Schaltung hat irgendwie in die Nachrichtensendung und die beiden Kinder kommen rein oder so. Kennt ihr den? Das ist auch lustig. Also eigentlich finde ich nicht so lustig, wie ruppig das Kindermädchen oder die Frau, ich weiß nicht, wer das ist, die Kinder da irgendwie am Bein quasi rauszieht. Aber so ein bisschen ist das jetzt auch so. Mal gucken. Oder vielleicht, Amelie, vielleicht kannst du die Tür einfach aufmachen. Ein Stück. Und dann rennt der Hund wahrscheinlich hier das Kamerastativ um. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Moment. So. Ja, ein Song von einem Künstler, der mir auch unheimlich viel bedeutet. Vom Stefan Stoppock, kennt ihr bestimmt die meisten von euch. Und zwar verbindet mich damit eine ganz intensive Geschichte auch. Also, und zwar, ich komme ja aus Essen und der Stoppock, der ist damals so, also Essen war so ein bisschen seine Kinderstube, sag ich mal, also wo der den Sprung geschafft hat, so richtig auf die große Bühne. Mit dem ersten Soloalbum, hat er vorher was mit der Ständerband ein Album gemacht, mit dem ersten Soloalbum. Hat sich viel in Essen so abgespielt. Er hat ja auch da gelebt und so. Also dort auf den Bühnen, in den Booths Musik, Live-Musik gab, war Stoppock halt eine echte Institution so und ist er immer noch, aber da fing es halt an, so wie ich nur. Da war ich so 16 Jahre alt. Und mein älterer Bruder, der ist 4 Jahre älter, der hat immer so Musik nach Hause gebracht. Und das hat mich im Nachhinein, kennt ihr vielleicht, wenn ihr ältere Geschwister habt, sehr geprägt. Also der hat von Camel über die Dire Straits Alben, AC/DC, die ganzen Sachen hat er halt immer so mit einer, guck mal hier, ich habe eine neue Schallplatte und so. Und ja, wir hatten ja ein Zimmer, da hat er das immer auf so einem Plattenspieler gehört und ich habe dann halt immer mitgehört. So. Und dann irgendwann kam der an mit so einer kleinen Kassette, mit so einer TDK-Kassette oder was und sag mal, guck mal hier, der kommt sogar aus Essen, guck mal hier, der ist total gut, ne? Der wird das bestimmt schaffen. Und das war der Stoppock und Grüner Bär und Blaues Pferd oder Blaues Pferd und Grüner Bär, die haben es sehr schwer, die beiden, weiß ich noch. Und ich war halt ganz klein, irgendwie noch Teenie, ne? Und haben uns das so angehört im Kassettenrekorder und boah und so. Und mich hat der Papst gesehen, wenn ich an der Wupper schnupper, all die ganzen alten Sachen und Stoppock war für uns halt irgendwie ja wie so ein noch größerer Bruder oder ich weiß nicht, hat uns total viel bedeutet, weil er halt auch so aus unserer Mitte kommt und oder ein Stück ging, du musst hart, knallhart sein, damit du auch was kriegst, ne? Also von dem Vater, der dem Sohn was Leben sagt und so. Also sehr beeindruckend, kann ich mich noch wie gestern dran erinnern. Und dann, als ich dann später, viele, viele, viele Jahre später, meine erste Demokassette hatte, hi Rudi, meine erste Demokassette fertig hatte, da war ich doppelt so alt mittlerweile, das muss so 1995, 96, 97, ich weiß nicht mehr, ich habe es nochmal versucht zu rekapitulieren, aber um den Dreh. Also man muss wissen, dass ich pathologisch schüchtern war, also pathologisch wirklich. Also ich habe mich überhaupt nicht getraut, mit irgendwem zu sprechen oder irgendwen anzusprechen.
Aber ich wusste, ich will singen, ne? In meinem Herzen wusste ich, ich kann es schaffen. Ich kann singen, obwohl man es irgendwie noch nicht so richtig gehört hat. Also ich hatte so 2, 3 verrauschte Lieder auf so einer Demokassette, später etwas bessere Demos vom Heiko Stiwi, der die aufgenommen hatte, aber damals halt nur so verrauschte Sachen und wo man aber schon ein bisschen was gehört hat. Aber jedem, wo ich das gegeben habe, hat mich dann nie zurückgerufen, hat sich nie einer gemeldet, alle haben Plattenfirmen, haben mich abgelehnt, also wenn überhaupt kam da mal irgendwie ein Ablehnungsschreiben, also niemand hat mich so wahrgenommen. Das war so mein Dilemma, so des ewig ungesehenen Kindes oder so, ne? Also dass keiner sieht. Und dann bin ich 96, 97, ich hatte die Demokassette aber immer dabei, ne? Immer in so einer Tasche. Das war mein Ein und Alles, irgendwie Gitarre, Demokassette und den Traum im Herzen sozusagen. Und dann bin ich mit irgendeiner Freundin, ich weiß nicht mehr, wer das war, bekannten Freundin, in die Zeche Karl gegangen. Da war so ein Sommerfest. Da war in allen Räumen irgendwie Veranstaltungen und Konzerte und unter anderem wo nachmittags auch ein Singer-Songwriter-Workshop, den der Stoppock gegeben hatte. Also habe ich selber nicht dran teilgenommen, wusste das auch gar nicht. Aber der war zu Ende und der Stoppock saß im Café von der Zeche Karl. Werde ich auch nie vergessen, auf so einem Bistro-Stühlchen. Und da sagt die Freundin zu mir, ey, die stößt mich so an, ey, guck mal, wer da hinten sitzt, ne? Ist doch der Stoppock, ne? Und ich so, Stoppock. Ja, ist echt der Stoppock, ne? Guck mal, unseren Augen kaum trauen, so, ja, da hinten sitzt Stoppock und so, ne? Boah, geh doch mal hin, du hast doch deine Kassette dabei, ne? Und ich so, was? Piepst bei dir? Ich geh doch jetzt nicht zum Stoppock, ne? Ich habe mich gar nicht getraut. Und die sagt, boah, jetzt geh, ne? Geh da hin, ne? Komm, nutz die Chance, so schieb irgendwie. Die ist dann mitgekommen, so Händchen in Händchen. Und ich stand dann vor dem Tisch, ne? Der Stoppock saß da, hat mich so angeguckt, ne? Und da habe ich so irgendwie so mit zitternden Händen, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, hier, ich mache Musik und hier eine Demokassette oder so, dem wirklich mit zitternden Händen das Demo-Tape in die Hand gedrückt. Oh ja, danke, höre ich mir an, hat der gesagt, ne? Ja, und dann bin ich wieder weggegangen, so, auch zitternde Beine gehabt und so, ne? Und wahrhaftig, hör mal, ich konnte das nicht, es dauerte etwas, also war bestimmt 2, 3 Monate später, vielleicht auch 4, ich weiß nicht mehr. Ging zu mir, bei mir zu Hause das Telefon, ich habe da in der Mathildenstraße in Rüttenscheid gewohnt, weiß ich noch, in so einem Haus, wo nur Folkwang-Studenten der Musik gewohnt haben, über mir ein Geiger, unter mir ein Flötist. Jedenfalls ging da das Telefon und da war der Stoppock dran und ich dachte zuerst, da veräppelt mich einer, weil weißt du, wenn er sagt, ja Stoppock hier, ne, da dachte ich, ja, Stoppock, ne, und dann war das echt der Stoppock, der hat mich angerufen und gesagt, mir gefällt das, was du machst. Selten gehört so ein Gefühl in der Stimme und ich konnte das gar nicht glauben. Ne? Und so fing das alles an. Er hat mich dann eingeladen bei sich ins Studio. Er hat dann mittlerweile in Süddeutschland gewohnt, in Landsberg am Lech. Und da bin ich eingeladen worden ins Studio, ein bisschen Background-Vocals zu machen für sein neues Album. Happy End im Lalaland war das, glaube ich. Happy End im Lalaland. Und das war für mich, ich glaube, das war sein letztes Album bei einem Major-Label. Danach hat er sein eigenes Label gegründet. Und das war für mich halt so die, dass mir jemand die Tür aufgemacht hat von dem Alleinesein, von dem nicht wahrgenommen werden, von der, sag ich mal, Jugendheimbühne, nichts gegen Jugendheimbühnen, aber wo ich halt vorher mich bewegt habe zum Studio, zu richtig professionellen Studioaufnahmen, zu den Leuten, die da auch waren. Ich habe Danny Jock kennengelernt und es war für mich dann noch ein langer Weg, aber es war so, also ein Schlüssel, so ein Key, ne? So ein Keymaker irgendwie. Und seitdem haben sich unsere Wege auch immer wieder gekreuzt. Ich habe bei ihm was mitgemacht, er bei mir was mitgemacht. Ich war da zu Gast live on stage und das bedeutet mir sehr viel. Und ich finde, jetzt habe ich viel, viel mehr erzählt, was ich wollte. Also ich finde nur abschließend noch zu sagen, dass ich ganz gerade bei Stoppock in letzter Zeit, also das ganz, ganz erstaunlich finde, also ich fand seine Sachen immer super, aber wie er sich so in den letzten Jahren noch, also im eigentlich gesetzten Alter, kann man ja sagen, ne? Also wie toll das sich nochmal entwickelt hat, was er, dass er immer wieder was Neues macht, immer wieder ein neuer Wind in der Sache drin ist, ne? Und ja, ist natürlich auch ein Vorbild für mich immer gewesen. Und ja, so viel zu Stoppock, wie das zustande kam mit der Zeche Karl und das Stück, was ich spielen möchte. Jetzt bin ich etwas außer Atem. Das heißt aus dem Beton. Also Grüße, Stefan, tut mir leid, dass deine ganze Tour ins Wasser gefallen ist. Das ist bestimmt auch hart, ne?
Mann, so ein super Album raus, alles auf Tour. Im Auto nach Frankfurt waren die, ne, glaube ich, habe ich, ich verfolge das auf Facebook und so, dann die Tournee abgesagt. Also ich wünsch alles Gute. Er ist ja hart im Nehmen, ne? Also denke ich mal, nach so vielen Jahren on the road, aber das ist natürlich auch nicht ohne. Und es werden bestimmt wieder andere Zeiten kommen und dann kommen dreimal so viele Leute zum Konzert. Dumpf dröhnt es aus dem Beton, wie ein Schrei in das Ohr. Es dröhnt wie ein Gong und es kommt dir so vor, als wäre der Winter zu Ende. Sie hat alleine gelebt, vegetiert auf dem Mond. Es hat leise gebebt, ja, der Mond ist bewohnt. Und ihr zittern die Hände. Ihr Gesicht im Spiegel, ob es weinte oder lachte, konnte sie nicht mehr sehen. Es war Anfang Oktober, der 7. oder 8. An dem Tag ist es geschehen. Er war neu in dem Viertel, auf derselben Etage, wie sie hart gelandet. Die letzten Jahre im Knast, erzählt er, war auf Montage, hofft, dass dieses Kapitel versandet. Dumpf dröhnt es aus dem Beton, wie ein Schrei in das Ohr. Es dröhnt wie ein Gong und es kommt dir so vor, als wäre der Winter zu Ende. Sie hat alleine gelebt, vegetiert auf dem Mond. Es hat leise gebebt, ja, der Mond ist bewohnt. Und ihr zittern die Hände. Er kam von der Frühschicht, wollte möglichst gleich schlafen. Da hörte er sie leise fragen: Können Sie mir mal helfen, obwohl wir uns nicht kennen? Er nickte nur, zu baff, was zu sagen. Da trugen sie den Kühlschrank zusammen nach oben, waren beide ziemlich verlegen. Sie sagte dauernd Danke, er fühlte den Boden unter den Füßen sich langsam bewegen. Dumpf dröhnt es aus dem Beton, wie ein Schrei in das Ohr. Es dröhnt wie ein Gong und es kommt ihm so vor, als wäre der Winter zu Ende. Er hat alleine gelebt, vegetiert auf dem Mond. Es hat leise gebebt, ja, der Mond ist bewohnt. Und ihm zittern die Hände. Im Gebüsch an der Mauer bauen Spatzen ihre Nester. Da traut er sich und greift nach ihrer Hand. Er hält sie fest und sie sagt: Bitte halt mich fester. Sie sitzen da, es ist endlich wahr. Dröhnt es aus dem Beton, wie ein Schrei in das Ohr. Es dröhnt wie ein Gong und es kommt dir so vor, als wäre der Winter zu Ende. Sie hat alleine gelebt, vegetiert auf dem Mond. Es hat leise gebebt, ja, der Mond ist bewohnt. Und ihr zittern die Hände. Thank you.
kleine Herzchen. Herzchen, Herzchen. Herzchen, Herzchen, Daumen hoch. Ja, das war aus dem Beton. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich möchte an der Stelle nochmal hinweisen auf die Möglichkeit, obwohl ich das nochmal betone, dass ich die Livestreams nicht als Konzertersatz selber für mich selber verstehe, sondern dass ich mache das wirklich aus Spaß an der Freude. Ist für mich natürlich immer wieder eine Herausforderung, überhaupt in der ganzen Situation zurzeit irgendwie den Kopf, sag ich mal, zu finden, mich darauf zu konzentrieren. Das fällt mir zurzeit wirklich schwer. Also ich habe sowieso manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, so den Faden zu behalten. Also wenn so um mich rum so viel wuselig passiert, dann fällt mir das schwer, irgendwie in der Bahn zu bleiben. Deswegen, wenn ich so richtig Live-Konzerte spiele, sitze ich auch die letzten 2 Stunden immer alleine in der Garderobe, weil ich das sonst irgendwie, ich kann das ja nicht verarbeiten alles, ne? So viele Eindrücke und mir fehlt da manchmal so eine Schutzschicht, glaube ich. So, das geht ja so direkt alles in mich rein sozusagen. Und deswegen, wenn ich dann anfange, noch irgendwie essen zu gehen mit Leuten oder so, das fanden manche Leute vielleicht auch mal komisch, die mich so kennen, dass ich dann immer gesagt, nee und so, ich muss dann einfach so für mich sein und sonst verliere ich den Faden und kann mich nicht mehr konzentrieren. Und das geht mir jetzt mit der Corona auch so, weil immer alles so anders ist und so ungewiss und man nicht genau weiß, wie es wird, obwohl es ja jetzt schon besser wird. Aber deswegen mache ich die Streams so, ja, erstmal, weil ich natürlich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dran und aber auch für mich selber, weil das gibt mir unheimlich viel Hoffnung und auch ein Ziel vor Augen, wenn ich jetzt weiß, so Donnerstag bin ich wieder on, ne? Bin ich wieder on, dann habe ich irgendwie was, woran ich mich festhalten kann, selber auch darauf hinarbeiten kann. Also neben der Arbeit an meinem Album Jahresringe, die derzeit so ein bisschen stillsteht, nicht, weil ich schreibe ganz viele Lieder, die ich jetzt ohne die Corona-Krise gar nicht geschrieben hätte. Da wäre ich jetzt schon fertig. Gestern sollte ich eigentlich fertig sein mit der EP mit 6 Liedern. Aber es wird ein Album mit voller Spielzeit, das kann ich jetzt schon mal sagen, denn es ist noch einiges dazu gekommen, denn ich verarbeite die aktuelle Situation natürlich auch mit Songwriting. Was soll ich anderes machen? Und was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, eigentlich wollte ich sagen, ihr könnt, wenn ihr wollt, worüber ich mich auch sehr, sehr freuen würde, weil, wie ihr das schon gehört habt, vielleicht in der Presse ist jetzt so die Soforthilfe für die Künstler jetzt nicht so wirklich gelungen. Also ich versuche irgendwie, die Nerven zu bewahren, obwohl mich das auch ganz schön schockiert hat so. Also die Töpfe sind leer, die Soforthilfe für Solo-Selbstständige, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die trifft auf mich jetzt gar nicht zu. Also ich habe keine Angestellten, keinen Musikproberaum, den ich gemietet habe. Deswegen falle ich da irgendwie so wie viele andere Kollegen auch derzeit leider noch durchs Raster. Also es gibt so Gespräche, das zu ändern, aber wer weiß, wo es hinführt. Deswegen würde ich mich freuen und möchte euch motivieren, wenn ihr möchtet, meinen kleinen Livestream, egal ob 2 Euro, 5 Euro, 10 Euro, es waren auch schon mehr dabei, wo ich mich nochmal sehr herzlich für bedanke. Und ich habe das dieses Mal geschafft, sogar bei dem Livestream oben drin reinzuschreiben. Man muss halt am Handy da reintippen. Also es gibt eine PayPal-Möglichkeit, eine Kontonummer oder das findet sich auf meiner Webseite. Ich verlinke das auch später nochmal, immer noch mein Crowdfunding für mein Album. Also da kann man auch noch mitmachen, eine CD vorbestellen oder Hauskonzerte buchen, in der Hoffnung, dass es im Herbst dann weitergeht. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn ihr mich ein bisschen unterstützen könntet, nach wie vor. Und ich bedanke mich schon mal im Voraus und vor allem bei allen, die das schon gemacht haben. Das hat mir unheimlich viel bedeutet, zu merken, ich bin nicht alleine in der Situation. Und ja, wenn ihr wollt oder was übrig habt, würde ich mich darüber freuen. So, jetzt muss ich mal eben Gitarre wechseln. Und ich spiele noch ein Lied, das hatte sich auch jemand gewünscht. Es gab ja so Wünsche, wo ich angekündigt habe, dass ich Livestreams mache. Und ich werde das auch alles abarbeiten. Ups, Entschuldigung, beim nächsten Mal spiele ich dann Bloodbath Ohio, heute aber noch nicht. Das ist noch ein Stück vom Contact Myself Album. Der Wunsch kam auch immer öfter mal. Das lief ja auch im Fernsehen damals, wo ich in Hintergittern. Und ich muss sagen, ich habe das Lied jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt.
Prisoner. Came here to see who I am. Came here to show I broke the band. Came here to say I'll do what I can. Then it all went fast. My tears were tears from the past. I said I can't explain what's in my mind. Just stay by my side. And Lord, I'm free. Someone's forgotten to lock my cage. I'm spreading my wings. I'm coming. Honey, never too late. Came here to say I'm sorry for the trouble I made. Came here to say just let it go. Forgotten to lock my cage. I'm spreading my wings. I'm coming. Honey, forgotten to lock my cage. I'm spreading my wings. I'm coming. Könnte ich das alles lesen? Nächstes Mal kriege ich das auch hin, dass ich mal irgendwie diese Seiten richtig. Jetzt sitze ich ja schon wieder seitenverkehrt, da habe ich jetzt keine Zeit zu gehabt, da auch mal umzustöpseln und so. Ja, jetzt muss ich nochmal die Gitarre wechseln. Ja, ich hoffe, ihr habt auch die Osterzeit schön verbringen können. Trotz allem, Wetter war ja super, ne? War ja so schönes Wetter, dass ich das mal das eigentlich kaum aushalten konnte, fand ich. Ne? Also, es war so ist immer noch so unfassbar schön draußen. Also wo ich jetzt bin, da kommt das warme Wetter ja ein bisschen später. Also
Nordrhein-Westfalen war immer ein bisschen früher, Rheinland, hier ist es etwas später. Also jetzt fangen die Bäume langsam an auszutreiben und so, unfassbar schön. Man kann es kaum verkraften, finde ich, ne, in der derzeitigen Situation. Und aber ich hoffe, ihr habt ein schönes Ostern trotz allem gehabt. Ich hatte einen kleinen Lagerkoller am Ostern. Das ist aber nicht so schön. Ich weiß eigentlich genau warum, aber das will ich jetzt hier im Livestream nicht ausbreiten. Ich habe bei so Familienfesten immer irgendwie Probleme, ne, Weihnachten, und ich bin eigentlich immer froh, wenn das rum ist, weil ich das nie so richtig feiern und genießen kann, ob mit oder ohne Corona, aber jetzt natürlich ganz besonders. Aber davor, die Tage waren sehr schön. Meine Tochter hatte ihr Geburtstag, die ist jetzt volljährig. Nochmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an meine wunderbare Tochter. Ja, sie trägt es mit Fassung, muss man wirklich sagen, die ganze Situation. Und wir hoffen, dass dann in absehbarer Zeit ein normales Leben wieder möglich ist. Aber die Zeit ist auch echt schön hier, die sie jetzt hier ist, obwohl es etwas beengt ist und Mensch und Katz und Hund sich so umeinander rum abwechseln in den zwei Räumen, die ich hier habe, ne? Küche und Schlafzimmer halt, das war's. Aber ich glaube, das wird eine ganz, ganz kostbare Zeit sein, von der wir in 25 Jahren sprechen, ganz, ganz sicher. Und wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ja, ich habe gesagt, ich hoffe, ihr hattet trotz allem ein schönes Ostern. Und dass ihr die Zeit trotz allem genießen konntet. Genau. Jetzt habe ich noch zwei Lieder für euch. Ich weiß gar nicht, ich habe keine Uhr hier. Ich wollte vor den Nachrichten fertig sein. Ich weiß aber jetzt nicht, wie spät es ist. Weil Nachrichten sind ja, wir gucken immer Nachrichten dann, ne? Das ist das Einzige, was ich im Fernsehen überhaupt noch gucke eigentlich. Und ich möchte noch ein Stück von mir spielen, ein deutsches Stück. Da habe ich die Technik, das ist so ein bisschen mit Technik jetzt. Also die Leute, die mich live schon mal gesehen haben, wissen mit dem Looper und so. Und ich muss jetzt sagen, dass ich, seitdem ich jetzt hier wohne, das erste Mal heute die entsprechende Tasche mit dem Fußfloorboard, heißt das, ne? So ein Fußpedal. Zeug, ne, ausgepackt habe überhaupt. Also ich habe das ein halbes Jahr nicht angefasst und jetzt ganz schnell verkabelt. Also ich hoffe, das klappt jetzt alles, und ich musste auch für den Chor am Schluss, den geloopten Chor, jetzt eine kleine technische Notlösung finden, weil ich habe einen Eingang an meiner Soundkarte zu wenig, beziehungsweise ich bräuchte jetzt so ein zweites Mikrofon zum Loopen. Das läuft jetzt da hinten über so ein Akustik-Amp, den da, und dann hier wieder so rüber. Also das ist ein bisschen eine Notlösung, aber ist eigentlich auch egal. Darauf kommt es ja nur wirklich nicht an. Und das ist ein Stück, das mir auch total am Herzen liegt. Die Gitarre passt in einen Koffer. Habe ich geschrieben nach einem wunderschönen Konzert mit der Nadine Fingerhut. Hallo Nadine, vielleicht guckst du auch zu. Und der Cynthia Nikschas, da haben wir so einen Dreier-Ladies-Abend gemacht im Hansa-Theater Dortmund. Grüße an euch auch in Recklinghausen, Säbel und so. Und die Inga Stolmüller, habe ich es richtig ausgesprochen? Ich kann mir Namen manchmal ganz schlecht merken. Daten werbe ich auch immer durcheinander, aber ich vergesse kein Gesicht und keine Stimme. Jedenfalls, ich komme schon wieder ins Quatschen, haben wir da so einen schönen Ladies-Abend gemacht, ich glaube, das war so 2016 oder so, superschön, ne? Und da habe ich dann ein Lied geschrieben, das heißt Die Gitarre passt in einen Koffer, und ist auf jeden Fall von der Cynthia Nikschas sehr inspiriert, weil die ist ja echt der Knaller, ne? Also die ist noch kleiner als ich, glaube ich. Und die hat die Bühne so weggefetzt. Also nur mit ihrer Gitarre alleine. Eine Power, unfassbar, ne? Und da fand ich das so toll, dass die Generation nach mir, die ist 20 Jahre jünger als ich, hat auch. Und dass sie immer noch, also hauptsächlich dann ihre Gitarre in der Hand durch die Lande ziehen und alle Sicherheiten, die man im Leben haben kann, so dafür aufgeben, eigentlich, um halt Liedermacherin zu sein. Und das hat mich total beeindruckt, auch die Ängste hinter der Bühne, die wir alle haben, und so zerbrechlich und doch so stark und so. Ja, da ist das Stück raus entstanden, und das geht darum, dass egal, wenn all die ganze Welt irgendwie zusammenbricht, die Gitarre passt in einen Koffer, also in den Gitarrenkoffer,
Und die kann ich überall hin mitnehmen. Und so ist es jetzt auch. Also jetzt ist die Gitarre wieder das, woran ich mich festhalte. Das Klavier zum Teil auch, aber eigentlich die Gitarre. Und so ist das als Liedermacher. Ne? Wenn die Welt irgendwie alles zusammenbricht, ein Lied hat man dann doch im Gepäck. Und ja, und solange das so ist, dreht sich für mich zumindest die Welt auch noch weiter. Und ich hoffe, ich kriege das jetzt hin und ich hoffe, ich rede nicht so viel dummes Zeug. Schreibt mal in meine Kommentare hier. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich so viel dummes Zeug rede. Und ich hoffe, ich kriege das jetzt hin mit dem, warte mal. Nachrichten fallen aus wegen. Haben wir schon 8 Uhr? Guten Abend im Studio heute. Iris Rake. Oder wie heißt sie? Ich weiß nicht. Im Studio heute Domian. Okay, ich fange mal an, sonst wird es ja noch immer später. Die Gitarre passt in einen Koffer und ich hoffe, mit der Technik, das klappt jetzt. Und wenn nicht, ist auch egal. Ja, egal nicht, aber kein Hals- und Beinbruch, ne? Stiefellecker, der nur seinen Vorteil sucht. Nur ein Mensch, der vieles, was er tat, war Blut. 100-mal nichts gesagt, 1000-mal nicht nachgefragt. Und hinterher, da war ich schlauer. Echte Freunde unterscheiden fiel mir schwer. Bin hinterher gerannt, bis alles schrie, ich kann nicht mehr. Viel versprochen, nichts passiert. Viel erklärt und nichts kapiert. Viel gesucht und nichts gefunden. Situation erlaubt. Ich grab so lange, bis ich nicht mehr auf Sand baue. Einbahnstraße, Umlaufbahn, zu viel gewollt. Scheißtag, Leuchtfeuer, Strohfeuer, Echsen, Elfen, Ungeheuer. Und alles, was ich noch vom Leben will, ist echt sein. Ich weiß, dass ich nichts fordern kann, doch mir fällt nichts Besseres ein. Ein bisschen Zuversicht, da vorne ein kleines Licht. Und nur einmal befreit von Schmerz und Scham und Neid. Oh, oh, oh. Am rechten Fleck, jetzt heißt es aufstehen. Solange der Wind noch weht, solange die Welt sich dreht, solange du mir auf die Nerven gehst, pack ich alle 7 Sachen für die Bühnen dieser Welt, auch wenn's dem einen oder anderen nicht gefällt. Denn hinter den Kulissen, zwischen Dreck und Sofakissen, zwischen Lampen, die kaputt sind, dem ganzen Scheiß, der nicht mehr geht, finde ich neue Freunde, neue Worte, neue Lieder, neue Seiten an mir selbst, merke ich, es ist noch nicht zu spät, es ist noch nicht zu spät. Angst vom neuen Morgen, Angst vor neuen Sorgen, Angst, dass ich am Ende doch nicht halten kann, was ich mir selbst versprach, als ich am Boden lag und keine Sau mehr einen Pfennig auf mich gab. Ich hab das nicht vergessen, es steht in goldenen Lettern, direkt auf dem großen Brett vor meinem Kopf. Glückskind Pechmarie, heimwärts Fernweh, und das alles macht erst Sinn, wenn ich hier vor euch steh. In einen Koffer.
als aufstehen. Solange der Wind noch weht, solange die Welt sich dreht, solange du mit mir auf die Reise gehst, pack ich meine sieben Sachen für die Bühnen dieser Welt. Auch wenn's dem einen oder anderen nicht gefällt, denn hinter den Kulissen, zwischen Dreck und Sofakissen, zwischen Lampen, die kaputt sind, dem ganzen Scheiß, der nicht mehr geht, finde ich neue Freunde, neue Worte, neue Lieder, neue Seiten an mir selbst, merke ich, es ist noch nicht zu spät, es ist noch nicht zu spät. Denn die Gitarre passt in einen Koffer. Die Gitarre passt in einen Koffer. Die Gitarre passt in einen Koffer. Bring mich irgendwo hin.
Nicht zu sehr in die Länge gezogen. Ich habe das mal erlebt bei einem Festival in der Uckermark. Da ist dann irgendwie bei dem siebten Bojojojojo ein Herr in der ersten Reihe, älterer Herr, schon völlig entrüstet aufgestanden und hat geschrien, jetzt reicht's aber mal mit diesem Bojojojo, was soll das denn überhaupt? Das war so super lustig. Also Sachen, die man nur, kann man sich nicht ausdenken. Ne? Und die Leute neben dem haben den dann so wieder auf die Bank, auf die Bierbank gedrückt, sich hinzusetzen und den Mund zu halten. Ne? Aber der war richtig unter Strom. Jetzt reicht's aber mal mit dem Bojojojo hier. Ja, sowas erlebt man unterwegs. Kann man sich nicht ausdenken. Ein super schönes Stück. Ich mag das total gerne. Hat mir echt Spaß gemacht. Und ich will den Looper demnächst auch mal wieder neu einsetzen. Ich habe da so ein paar Ideen. Ich habe da mal was vorbereitet. Ne? So, die Nachrichten sind bestimmt schon vorbei. Keine Ahnung. Ich verliere hier, es geht mir auf der Bühne auch immer so völlig die Zeitgefühl. Ne? Man hat so ungefähr ein Gefühl, aber ich habe jetzt auch keine Uhr. Manche haben ja da so eine Digitaluhr dann da stehen und stoppen die Minuten. Muss man manchmal auch machen. Also manchmal muss man das, wenn man jetzt auf Festivals oder so den Slot nur bis so und so viel Uhr hat, da stehen dann schon die Leute hinter dem Vorhang und warten, bis man endlich abhaut sozusagen. Da muss man dann auch auf die Uhr gucken. Aber wenn jetzt keiner hinter mir steht und keine Katze an der Tür klopft, verliere ich schon mal gerne das Zeitgefühl. Und ich habe noch ein einziges Lied. Ich weiß nicht, ob ihr das hören möchtet. Oder lieber jetzt, soll ich lieber Feierabend machen? Soll ich Feierabend machen oder das letzte Lied noch spielen? Ja, ich spiele mal das letzte Lied vielleicht noch. Und zwar, ich habe jetzt zweimal live gestreamt schon und die letzten beiden Male immer mit so einer kleinen, sagen wir mal, Improvisation aufgehört. Das ist jetzt keine Improvisation, aber ein ganz, 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 ganz neuer Song. Den habe ich vorgestern erst geschrieben oder vor 3 Tagen. Natürlich auch noch nie live gespielt. Ich habe auch nicht ausreichend geübt heute, wie ich schon erwähnt habe. Und ich bin mir über den C-Teil auch noch nicht so ganz klar. Also könnte sein, dass ich mir da irgendwie so ein bisschen den Faden verliere beim C-Teil, weil ich da noch nicht so genau weiß, wohin und so. Aber ich denke, das ist ein gutes Stück, um
hier damit aufzuhören. Ein Stück vom neuen Album auf jeden Fall. Das kommt auf jeden Fall aufs neue Album. Und wie ich schon erwähnt habe, hatte ich vor ein paar Tagen so einen totalen Lagerkoller. Also es war wirklich nicht schön. Ich bin hier nachts rumgetigert durch die Wohnung, immer wach geworden. Und dann ist aber der Song entstanden und da hat sich für mich dann auch so ein Knoten gelöst. Also ja, wie das manchmal so ist. Ich bin dann froh, dass ich Songs schreiben kann, weil anders wüsste ich mir manchmal gar nicht zu helfen. Ich nehme nochmal einen Schluck. Also nicht aufhören, meinte ich. Und der Stück, der heißt Freiheit. Wirklich ganz, 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 ganz neu. Also ich hoffe, ich kriege es jetzt hin. Ich verabschiede mich schon mal von euch. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Herzchen, fürs Zuhören, dass ihr eingeschaltet habt. Also ich weiß, ich sitze hier nicht im Vakuum oder im luftleeren Raum. Ich hoffe, ihr habtet ein bisschen Spaß an der Musik. Ich weise noch mal ganz zurückhaltend auf die Möglichkeit hin, mein Livestream etwas zu unterstützen. Die PayPal und Kontonummer steht da oben irgendwo. Oder bei meinem Crowdfunding für mein neues Album mitzumachen, würde ich mich sehr darüber freuen. Also die, ach so, übrigens die Album-VÖ, die ist jetzt für die Crowdfunder. Das wird auf jeden Fall Ende Mai oder Anfang Juni dann fertig. Aber die offizielle VÖ, wobei bei mir meistens ja gar nicht mehr so ein großer Unterschied ist und fließende Übergänge, die wird jetzt in den Herbst verlegt. Also es macht jetzt überhaupt gar keinen Sinn, was zu veröffentlichen. Ich kann ja auch nicht auftreten. Und also ich habe jetzt etwas mehr Zeit, was ich auch eigentlich ganz gut finde. Und aus der EP wird halt ein ganzes Album. Und ja, ich bedanke mich nochmal für euren ganzen Support in den letzten Wochen verstärkt auch. Also da weiß man wirklich, was für tolle Zuhörer und Zuhörerinnen ich habe. Und das meine ich wirklich so. Ne? Also ihr seid wirklich total super. Deswegen habe ich auch keine Angst, wenn ich das Stück jetzt nicht perfekt spielen kann. Früher hatte ich damit Probleme, ne? Immer nicht perfekt zu sein, meine Schwächen zu zeigen, Fehler zu zeigen. Aber ich habe ja jetzt genug Zeit zum Üben in der nächsten Zeit. Das Stück heißt Freiheit. Wenn die Liebe vergeht und dein Traum zu Staub zerfällt, und das Lachen in dir wird leer, wenn deine kleine Welt sich aus den Angeln Seegang, der wird schwer. Denk daran, denk daran. Wenn dein Gestern jetzt dein Morgen ist, steckst bis zum Hals im Treibsand fest. Starr vor Schreck wie eine Wand. Denk daran. Freiheit fängt im Herzen an. Freiheit, dass mein wildes Herz auch atmen kann. Denk daran, denk daran, an diesem Moment.
Tag. Du fragst dich, ob das Liebe war. Und aus dem Wald ruft es zurück. Was du hier suchst, das gibt es nicht. Lass los, finde dein Glück. Und du fragst dich, ob das Liebe war. Und aus dem Wald ruft es zurück. Was du hier suchst, lass jetzt los. Freiheit, Freiheit fängt im Herzen an. Freiheit, dass mein wildes Herz auch atmen. Denk daran, an diesem und an jedem neuen Tag. Danke fürs Zuhören. Mein neuester Song, Freiheit. Ich feile vielleicht noch ein bisschen am C-Teil. Das kommt auf jeden Fall aufs neue Album, Iris. Auf 100 Pro und 100, ja, so war ich hier stehe, so sicher wie das Arm in der Kirche, kommt dieser Song aufs neue Album. Und noch viele andere schöne Songs. Und auch meine Version von Sebels Zusammenstehen kommt mit aufs neue Album. Da habe ich ja letzte Woche ein Video zu gemacht. Vielleicht spiele ich den auch mal irgendwann hier auf der Gitarre. So, jetzt sind die Nachrichten wahrscheinlich vorbei. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Nächste Woche oder wann auch immer. Also ich versuche es vielleicht irgendwie so einen Rhythmus reinzukriegen. Ich weiß jetzt noch nicht welchen. Aber ich will mich da jetzt auch nicht so reinzwingen in so ein Gerüst oder so. Ne? Also ich will das Spontanität behalten. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Also mir machen die Livestreams total Spaß und ich hoffe euch auch. Und euch hat meine kleine Darbietung etwas gefallen. Und beim nächsten Livestream spiele ich Bloodbath Ohio, versprochen. Und These More Crumbs wurde sich noch gewünscht. Und ich habe noch Step by Step und Life Goes Up, Life Goes Down vom ersten Album. Dann natürlich meine ganzen deutschen Lieder. Also mein Repertoire füllt die Zeit bis zum nächsten echten Konzert locker. Und da habe ich dann auch noch die ganzen Klassiker der Musikgeschichte, die ich auch so gerne spiele, Pozheim und so weiter und so fort. Und jetzt sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt vor allem gesund, haltet durch, bleibt gesund und habt noch einen schönen Abend. Und danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis dahin, eure Katja.